Hey, guten Morgen, liebe Leute. Ah, das sieht ja hier aus, ey. Ich räume erstmal ein bisschen zusammen und guck mal. Fenster auf und los. Zange erkunden. Aber nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen, bitte. Heute Abend. Polizeistopp mal, aber was ist nicht? Bis zu 74% Mietsteigerung. Und der Investor nennt das Leben heißt Veränderung. Ja, es kann natürlich passieren, dass die anderen auch reisen. Ja, sind ja alle gleich alt. Und deswegen kann Sie, das passieren. Also, gibt es ein Alternativ? Muss man das vielleicht komplett austauschen? Ja, das wäre zu teuer. Aber was heißt zu teuer? Ja, das komplett zu machen. Also erstens, das könnte ich nicht machen, denn okay. Komplett, weil ich die Zeit nicht habe, das komplett nur einzustreichen. Ich bin keine Stunde ohne Dings, aber... Die Reparatur jetzt von dieser einen Speiche sind 31 Euro. 31 Euro? Ja. Das ist aber viel Geld. Für eine Speiche? Ja, na, die Speiche kostet 1 Euro. 30 Euro die Arbeit. Deswegen. Jesus. Ja. Das muss ja ausgebaut werden, das muss alles abgebaut werden. Der Mantel muss runter, der Schlauch muss runter, Felgenmantel muss runter. Ja, ja, schon klar. Deswegen, und danach muss es noch zentriert werden wieder. Also deswegen, das aber ist das Zentrieren ist kein Aufwand, oder? Das geht relativ schnell. Das ist, geht automatisch. Das geht automatisch, nein, ist schlecht. Nee, das kann ich nicht machen. Denn aber 31 für eine Speiche ist ein bisschen viel, oder? Das hört sich so an, auf jeden Fall. Das nicht, dass ich Ihre Arbeit damit irgendwie unterschätze, darum geht es mir nicht, aber für das da ist einfach zu viel Geld. Ja. Ich meine, ein Schwalbe-Reife, Außerreif, kostet schon 30 Euro. Ja, ja, ich weiß. Ja. Jetzt ist meine Arbeitszeit. Ja, ich verstehe schon. Das ist ja meine aber Lebenszeit. Wie teuer ist es, ganze Hintenreife auszutauschen? So, ich rede nicht, jetzt nicht von den einzelnen Speichen. Das gesamte hinten, ja, alles austauschen. Ja, einfach neu. Weil das ist nämlich das zweite Mal in einem Monat. Und ich war schon mal beim anderen Fahrradladen. Deswegen weiß ich ungefähr, wie teuer es ist. Ja. Und es waren sogar 3 Speichen. Ja, wie gesagt, pro Speiche käme ja nur 1 Euro dazu. Ja, deswegen das ist nicht der Aufwand. Ich meine, Ihre Zeit. Aber dann würde ich es eh nicht machen. Wenn ich gewusst hätte, dass schon mal 3 Speichen raus waren. Würde ich es eh nicht machen. Ja, weil dann muss es wirklich komplett gemacht werden. Und dann, den Preis weiß ich nicht, dann musst du zur Radspannerei fahren. Die sind hier Cottbuser Straße. Ja. Und die sagen mir, was es kostet, das komplett auszuspeichen und dann wieder das komplett neu einzuspeichen. Vielleicht so 80 oder 90 Euro. Okay, aber gut, dann hat man auf jeden Fall alles neu. Genau, genau. Und dann, wenn du... Deswegen ist diese 30 Euro mit meiner... Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, ein bisschen teuer, das meine ich. Ja, ja, nee, das ist ja kein Problem. Ja. Das ist kein Problem. Ja, wenn man da weiß, wie gesagt, dass das vorher schon passiert, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn die anderen Speichen auch reißen, dann macht es keinen Sinn, da das zu investieren. Nee, dann muss ich das jedes Mal machen. Okay. Ne? Radspannerei? Radspannerei. Ne, die machen viel mit Speichen. Ja. Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber wie teuer würde es sein, wenn man alles austauscht, auch so das Innere, einfach komplett neu. Neues Rad. Naja, die Schaltung wird schon lange nicht mehr produziert. Okay. Du müsstest dein Nexus 120 Euro. Wahrscheinlich. Okay. So in dem Dreh. Ne? Neues Hinterrad, anderer Schalter. Und was sie denn für den Einbau nehmen, weiß ich nicht. Also, so. Okay, okay, verstehe ich schon. Gut, da muss ich mich nochmal schlau machen. Was ist mit dem? Na ja. Der war mir so sympathisch. Ich war so ein, wie der schon gesagt hat, war so teuer. Na ja. Was denkt mir die alle heute nicht umsonst? Ist doch so. Und
Ja, du bist ja, der Stunden ist auch nicht gerade so hoch, war. Ja, das ist viel Arbeit. Klar, ich kann es natürlich, und bei mir geht es vielleicht schneller. Jetzt fährt er ja auch noch weiter, das ist ja auch bekloppt. Da macht er das ganze Rad ja noch mehr kaputt. Ja, lass ihn. Aber ich nehme 30 Euro plus Dings. Ja. Warum nicht so teuer? Also 30 Euro, 31 Euro. Die Speiche musst du auch bezahlen, die kostet 100 Euro, hat das andere alles. Naja, ich weiß es nicht. Wenn jeder so denkt, der denkt, ich tue umsonst oder so viel Apfel und Ei heute Tag. Tja. Ich weiß nicht, wie ich bei dir hier bin, mal noch das schon viel erlebt habe. Der eine will Rabatt haben und der eine will das haben und der will das haben. Am besten ist ja die Aussage, die zentrieren die doch von alleine. Das ist natürlich, die zentrieren die doch von alleine. Ah, ja. Ah, der da, die interessieren ja von alleine, ja, klar, logisch. Zentrieren macht sich doch von selbst. Oh, nee. Ach, das kann ich überhaupt nicht ab, wenn sie über deine Arbeit sitzen. Ach, das ist aber teuer. So, das macht sich doch von selbst. Ey, dann mach's doch alleine, ey. Und vor allem sagt er mir denn, ja, vorher sind noch die ganzen anderen Speichen auch schon kaputt gebrochen. Drei Speichen. Das wurde schon mal gemacht. Ja, das ist aber. Ich sag, dann mach ich sowieso nicht mehr. Also, wenn es vorher kaputt ist, schon mal gewesen ist, dann mach ich es doch nicht mehr. Ist doch Quatsch. Setz ich an und will zentrieren und kann ja nicht zentrieren. Ja, das ist Blödsinn. Ich glaub, das ist doch gut. Wenn ich hast du noch was? Ja, weil ich kostet. Kipp die doch aus und mach Wasser neu. Hast du da hingestellt, ne? Ja. Ich habe mich heute angerufen, heute ist der erste Horttag für die Jahre in der Schule. Okay. Und die sind so aufgeregt, meinst du? Die sind immer stehen geblieben und was. Okay, komm mal. Hallo. Mama, hat wieder Papa. Mama, ich hab Durst. Hier ist die Dingklasse. Oh, ich hab hier. Die braunen Kackekopf. Was? Ich bin kein Kackekopf. So, ich möchte eine Dynamo-Licht. Ein wird angerufen. Ein Dynamo-Licht? Ja, genau. Mein Gott. Ist das möglich? Wo soll ich hin? Da bist du. Du musst hier hin. Hey! Soll ich die Puppe hier stehen lassen oder wieder hoch? Ja, kannst du oben stehen lassen. Okay. Danke. Du kannst mal deine Füße wieder wegmachen. Tschüss. Aber du bist doch schön. Komm, mein Lieb. Ich hab vier. Du kannst da spielen, kannst bauen. Wo bist du denn? Ich wollte mal eine Frage stellen. Ja. Den Kastenwagen. Ja. Verkaufen Sie den? Der ist auch zu verkaufen, ja. Und wie teuer? 1.100 kostet er. 1.100. Ja. Alles klar. Haben Sie eine Telefonnummer oder sowas? Mein Chef hat gerade. Nee, ich bin nur persönlich hier erreichbar. Immer jeden Tag von 9 bis 9. Außer Sonntag. Muss er hierher kommen? Muss er vorbeikommen. Alles ja. Klar. Ja? Na, Hausnummer 22, 23. Habe ich ihm am Telefon gesagt. Ja. Muss er vorbeikommen. Alles klar. Ja? Bei 1.100. Ach, gut. Sagen wir mal 2 Millionen. Naja, nee, 1.100. Das ist ja fast 1 Million nur. Naja. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss ja meine. Ich bin im Urlaub. Und ich soll hier rumlaufen, habe ich da Macke?
Da machst du ja. Ja. Ja, ja, Jena, meine Frau wohnt ja vorne. In der Schönheitsstraße. Ja. Dann hat er gesagt, du bist ja so und so meist nur unterwegs. Ja, dann ruf mal so ein bisschen rum. Wahnsinn. So wie du es jetzt, bin ich ja total. Das ist jeden Tag das Gleiche. Es fängt so an, dass es immer überhaupt nicht ist, dass du denkst, oh, das ist langweilig, gähn, machst du irgendwelche Spiele mit deinen Kindern und dann auf einmal alle, boom, und alle mit einmal. Es ist immer das Gleiche. Das braucht man nicht mehr erwähnen. Jetzt geht es auf alle Fälle los. Lieferung kam und ich kann arbeiten. Das ist doch schön. Yay, so. Jetzt geht es endlich los. Oh, ich tue mich echt schwer irgendwie. Heute klappt das nicht so richtig. Keine Ahnung, woran das liegt. Grundsätzlich Motor einbauen? Oder was? So schlimm noch nicht, okay. Gibt es eine Liste? Aha. Soll ich das Fahrrad mal hier runterbringen? Schaffst du das? Ja, das ist leicht. Das ist leicht. Tatsächlich mit Quick Release. Das ab. Lass dich auch einen Quatsch einfallen. Ich bin leider. Ist das ein Rennrad? Ist das etwa ein Rennrad? Das schon sehr alt aus. So, jetzt, ich habe bereits, die Karte ist abgestürzt, habe bereits den Zahnkranz drauf, ich habe die Kette drauf erneuert, jetzt bin ich hier vorne am Umwerfer dran. Ich habe gesehen, dass der Zug hier aus der Führung rausgerutscht ist und neben dem Schaltwerk so oder neben dem Umwerfer lief. Und dann ist es kein Wunder, dass man natürlich nicht gut schalten kann. Das habe ich jetzt reguliert und hoffe, dass es jetzt funktioniert. So, Achtung, ich zerdrücke das mysteriöse Teil, was ich gestern ausgebaut habe. Es ist schon unheimlich schwer zu zerdrücken, meine Fresse. Keine Ahnung was, aber das war Metall. Mann, was zur Hölle. Da wird man so seine Zeit verschwendet, wenn man YouTube macht. Unglaublich. Wow, extrem. Ich habe das voll geschrottet. Und was sehen wir hier? Metall. Wer hätte das gedacht? Gib mir 1000 Likes und 500.000 Abonnenten mehr. Dafür, ja, gut. Schrott. Alle immer extra verpackt. Meine Fresse. Tja, man hat immer so den Anspruch, dass es immer mehr werden muss, immer besser werden muss, der Kanal oder immer größere Herausforderungen oder so. Aber das kann ich euch nicht bieten. Das tut mir leid. Das kann ich euch nicht bieten aus folgendem Grund. Weil einfach. Das ist ja nun mal jedes Mal nur ein Fahrrad. Und sicherlich gibt es interessante Sachen an so einem Rad. Und weniger interessante Sachen an so einem Rad. Zu den weniger interessanten zähle ich mal Schlauchwechsel zum Beispiel. Den haben wir tausendfach. Ich lasse den mal nebenbei laufen und quatsche einfach ein bisschen. Ja, wie gesagt, zu den weniger interessanten Sachen zähle ich jetzt einfach mal den Schlauchwechsel. Ja, bei den hatte ich so oft am Tag, das ist, für mich ist das schon total langweilig, ehrlich gesagt. Aber es gibt so viele Leute, die gerne mal selbst probieren würden,
und dann auch auf YouTube schauen und dann irgendwie 50 Millionen Leute finden, die Schlauchwechsel machen und sagen, so ist richtig, so ist richtig, so ist richtig. Nun kann man diese Schlauchwechselvideos auch interessant gestalten durch ein paar Sprüche oder was weiß ich was, aber es ist und bleibt Schlauchwechsel. Ja. Und deswegen habe ich mich ja dazu entschlossen, eben nicht so speziell solche Videos zu machen, extra herzustellen, obwohl ich auch mal drüber nachgedacht habe. Aber Lehrvideos kann ich einfach nicht drehen. Sind auch Gott langweilig. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nee, jetzt soll ich so ein bisschen aus dem Leben direkt so nebenbei. Ihr guckt mal zu, wie ich jetzt eine Hinterradbremse anschraube gerade und nebenbei irgendeinen Scheiß erzähle. Den Scheiß könnt ihr ja auch ausmachen, könnt ihr auch leise machen. Und er sagt, ah ja, quatscht nur Kacke, die Videos sind gut. Aber die Scheiße, die der labert. Ja, deswegen habe ich gedacht, Mensch, nebenbei. Was war das? Wenn das so nebenbei läuft, ist das in Ordnung. So, da kommt einer. Hallo. Moin. Ja. Ein bisschen. I have a bike to fix it. Ja, what's the problem? The gear. The and the brake. And the brake. And the flat tire. So everything. Everything is broken. It's been a long time. Just a minute. Oh my god. Ach. That's a good bike. That's a Polonia Restituta. Der polnische Widerstand hier auf der Straße. Ach, meine Kinder kommen wieder. Ja, Mensch, die gehen alle zu anderen Fahrradläden. Ja, ha. Yes, please. Was ist los? Was denn? Da ist so ein Liebeskern. Die sind für Scotty. Ein Sattel. Ein Boxsattel. Lohnt sich sowas gebraucht zu kaufen? Oder weil die sich ein bisschen anpassen an den Hintern? Oder ist besser sowas? Naja, anpassen tun sie sich, wenn sie neu sind. Gebraucht halt eigentlich dann nicht mehr, sind sie ja schon durchgesessen, ja, oder eingesessen. Deswegen. Okay, also. Aber gebraucht sind sie natürlich wesentlich günstiger. 25, 30, 40 Euro, je nach Modell. Also muss man ein bisschen Abstriche machen, ob man sagt, mehr zahlen, dafür einen passgenauen nach einer Zeit oder genau, günstiger. Ein halbes Jahr und ich gebraucht das. Okay, cool. Ja? Danke. Bitte, bitte. Und gut sichern. Ja. Ja. Ja, kein Schnellschwander. Ja, genau. Minimum. Wo ist denn die Kamera? Hier. Also ich glaube, ich bin mit dem Rad eigentlich fertig. Ich muss jetzt nochmal auf die Liste glatt gucken. Die habe ich aber oben. Die hole ich mal runter und dann gucke ich mal. Bremsen sind dran. Licht ist dran. Hinterrad ist neu. Reifen ist neu. Schlauch ist neu. Antrieb. Teilweise neu. Kassette ist neu sozusagen. Ja, und dann muss man mal schauen, was er noch geschrieben hat. Schaltzug erneuern. Und zwar, warum? Hier vorne hängt normalerweise ein Korb dran. Das bekommt dem Schaltzug nicht. Also ist er abgerissen, schaltet dementsprechend natürlich nicht mehr und muss getauscht werden. Meine Lieblingsbeschäftigung. Griffe. Griffe abziehen. Boah. Neuradmontage. Ich habe ein Neurad gekauft. Das muss natürlich noch aufgebaut werden. Das zeige ich mal jetzt hier, wie ich das mache, was da gemacht werden muss.
wird jetzt keine neuen Mieträder mehr kaufen. Da werden viel zu viele werden geklaut, nicht zurückgebracht. Und deswegen werde ich das wohl langsam einstellen. So, das ist die gute Beschreibung. Die kann da eigentlich ab. Die braucht keiner. Schauen wir mal. Zuerst entferne ich überall diese Aufkleberfolien, Transporthilfen, wie sowas hier von den Achsen. Das entferne ich jetzt hier überall. Ich fange mal hinten an und arbeite mich nach vorne durch. Habe ich hier die Schaltung abgenommen, um die Achsmutter nachzuziehen. Achsmutter fest. Ständer fest. Zum dritten Mal hier vorbei, ist ja unglaublich. Gottes Willen. Mann, jetzt sind wir wohl getrieben, welche Bedrohung. Fett aufs Pedal und ran damit. Rechts und links beachten meine Pedalen, ja, bei der Montage. Jetzt sind wir ja schon in der Mitte angekommen. Haben wir. Bremse lösen. Schaltgriff lösen. Richtig einstellen. Bremse festziehen. Schaltgriff festziehen. Und das ist ja eine echte Frechheit. Ey, kommt das Ding hier an? Ja, ist ja nagelneu. Und ich habe hier Spiel drin. Das ist nagelneu, ey, und das Tretlager ist locker. Das ist nicht richtig verbaut. Da kriegt die Krise. Jetzt muss ich das hier auseinanderbauen. Jetzt in dem Fall nur diese Seite. Was hat er jetzt schon Spiel? Wackelt er jetzt schon? Ja, aber muss ich halt machen. So kann ich das Rad natürlich nicht rausheben. Hey, guck mal. Guck mal. Wie locker das ist. Ey, wie kann das denn sein? Da, ah, Leute, gerade aus der Verpackung geholt.
Also Endmontage ist halt eh ein Ding, aber Tretlager auseinanderschrauben, das ist definitiv, gehört nicht zur Endmontage. Oder Tretlager-Einbau. Klar, wenn man weiß, wie geht, ist alles schnell gemacht. Ach, kann nicht sein, ey. Mann, ey. Okay. Und wenn ich es nicht mache, kommt es in ein paar Monaten wieder und der Rahmen ist womöglich kaputt. Schutzes. Was braucht ihr? Ich wollte dich mal bitten, dass du meinen Blick auf mein Fahrrad wirfst. Es hat mich jetzt auf dem Rückweg ziemlich komische Geräusche gemacht und ich habe das Gefühl, das Vorderrad ist vielleicht so ein bisschen locker. Stimmt. Und ich habe Angst, dass ich jede Sekunde damit zusammenbreche. Klingt auf jeden Fall so. Ja, schön erzählt. Es ist gut erzählt, ne? Ja. Und ich dachte, vielleicht kannst du vielleicht mal einen Blick drauf werfen, bevor ich auf die Nase klicke damit. Ach, das ist alles. Ums Fahrrad geht's dir gar nicht. Das ist ja unglaublich. Also. Das ist eher sekundär, würde ich sagen. Jo, ich würde mal sagen, das ist beendet. Der Schenk. Ja, was mich, wie gesagt, ein bisschen ärgert, ist tatsächlich hier, warum muss man eine Tretlager auseinanderbauen beim Neurad, damit das alles funktioniert, Licht funktioniert. Das gefällt mir sehr gut, das haben sie sehr designtechnisch sehr schön gelöst. Hoffentlich haben sie auch das Innenleben der AXA Blue Line Steady überarbeitet, weil das würde mich natürlich freuen. Ist gedichtet, so für alle Fälle. Sieht aber nicht so aus, kann man auch nicht auseinandernehmen bestimmt. AXA Blue Line. Ich schaue mir das Rücklicht mal genau an. Zerleg das mal. Und dann werden wir ja sehen. Seit wir immer wieder kommen, Leute, kommt die Speicher da? Ja! Der ist wieder gekommen. Ja? Ja. Und? Ja, jetzt will er, dass ich das mache. Was hast du da? Ja, ich habe gesagt zu ihm, dass ich das eigentlich gar nicht machen will, weil der ist ja kaputt. Wir haben schon mehrfach bei ihm. Das ist ja auch eine schlechte Basis, wenn er erst sagt, ah, war so teuer und rummeckert. Das ist jetzt immer schade, ne? Ja, deswegen. Weil das ist ja viel Arbeit und so und das wird ja dann auch nicht geachtet. Also da bin ich ja nicht der Freund von, wenn jemand rummeckert. Das ist richtig, das ist nicht der Richtung. Das stimmt, das ist sicher, naja. Und, aber jetzt kam er an, weil er die Preise von den anderen gehört hat. Was hat er noch, ne? 150 Euro haben sie ihm aufgerufen, fürs Reparieren. Oh. Fürs Reparieren. Und ich habe 31 Euro aufgerufen. Oh. 150 Euro ist natürlich viel, wa? Na los. Aber so kostet, das nehmen die, Mann. Das kriegen die auch. Und dann kam er zu mir an, stand er jetzt da, vor kurzem, und meinte, ach Mensch, naja, ich war da gewesen. Ich sag, darf ich fragen, was sie wollten? 150 Euro. Aber hör du, das ist doch mal ganz klar, dass die anderen teurer sind wie du, Thomas. Naja, das ist nicht ganz klar. Manchmal bin ich auch vielleicht teurer im Zeit als die anderen. Aber ich stehe alleine hier. Ich stehe alleine mit allem, stehe alleine. Ich zahle alleine die Miete, alleine den Strom. Ich muss alleine 12 Stunden am Tag arbeiten. Das mache ich alles alleine. Und das mache ich nicht für mich alleine, sondern das mache ich für die ganze Familie. Muss für alle. Ja. Aber das hört ihr nicht teuer. Das liegt am Billigdorf. Naja, die haben auch einen riesen Laden zu versorgen. Klar, die müssen auch gucken. Ja, so eine Reparatur, das ist alle diese Low-Budget-Reparaturen, da hat doch keiner Bock drauf. Das macht keiner mehr. Mensch, die wollen doch, dass ihre Arbeit auch gewertschätzt wird. Ja. Und wenn es mit Geld ist, ist doch egal. Wenn der mal sagt zu dir, das registriert sich doch selber. Das ist nicht bei der. Ja, das zentriert sich von selbst. Naja, das ist ja auch Illusion.
Aber das finde ich gut. Ich finde das gut, dass die jetzt mal ihn da auch ein bisschen runtergeholt haben. Vielleicht war natürlich nicht meine Absicht. Ich dachte nur, wenn er das, er sagt ja zu mir, die Speichen sind schon mal welche gebrochen. Vor 2 Wochen sind ihm 3 weggebrochen, die hat er machen lassen. So, jetzt ist wieder eine gebrochen und finde ich scheiße. Ich habe zu ihm gesagt, investier doch das Geld nicht, das ist doch Quatsch. Auch selbst meine Reparatur ist doch Quatsch. Brauchst du nicht, ja, aber ich brauche doch ein Rad und die wollen das nicht reparieren. Die wollen das ihm komplett machen und komplett 150. Habe ich gesagt zu ihm 120. Ne? Komplett neu. Und sie wollen das nur komplett einspeichern, 150 Euro. Boah, hat er sich alles schön angeschaut. Ich freue mich darüber, ganz ehrlich gesagt. Ich bin nicht schadenfroh. Ja, das ist so ein bisschen schadenfroh, ist man schon. Ich hab mir heute Morgen so gedacht, oh Mann, ey, ich habe mich so geärgert über das eigentlich, weil ja so, wieso ist denn das, warum ist denn das so teuer? Ja, weil jetzt so, die Arbeit ist doch nichts, so nach dem Motto. Das kriegt überhaupt nicht ab, wenn jemand die Arbeit so runter macht. Genau. Ja, völlig. Ach ja. Will er heute noch haben? Nö, nee, aber morgen früh. Also ich habe gesagt, morgen früh ist fertig. Hast du heute wieder Nachdruck gekriegt, ja? Die Reifen, die Spreche, ja? Ja, ich brauch dich. Naja, und guck, es ist ja auch wie immer, es ist die Antriebsseite. Es ist die Antriebsseite. Also wie soll man denn ohne Ausbau da auf den Antrieb rankommen? Es muss raus. Ja. Dann muss man den Zahnkranz runterbauen. Das kostet halt Geld. Ist halt so. Und dann sagt es Alex da, schön da nee, sag ich, der ist Busch, so ein Bullplatz. Ich hab wieder hier von dir gesagt, an der Rede, die wussten, dass er da ist. Wie du halt wisst, hier diese Vanille oder die, wie heißen die Dinger? Naja, so eine Kräuter, so eine Kräuterblume da. Könnt in Bayern nicht. Hochwächst. Lavende. Lavende? Lavende, ja. Hat man ja 2 mitgemacht, den letzten Monat haben wir 2. Ja. So, ich mess mal die Speicher aus hier. Ja, da ist er, die Ina. Du sitzt ja jetzt immer drüben, er denkt gerade rüber da bei dir. Wenn du kommst, gut nicht da. Und der Alex hat den Hoseanzug gekauft, da sind wir deinen Bruder da. So, am Samstag, dann wird er noch gut spielen, ja. Und dann bis später, dann bis in der Nacht kam er um 2 und mal 1 nach Hause. Ja, ich muss sagen, er muss hier erst, so tut er, so knochen wie abends, also die Hände und Arme weh, dann muss er dann noch als gut spielen, naja. Naja, das ist Alex. Ach, gut. Seine Frau macht, die ist schön geraten und er ist nicht dafür. Der Fettung muss wieder 3-mal im Jahr raus, stellt das Wasser an. Der bepflanzt lieber hier die Baumscheiben. Ja. Der baut dann mehr, pass mal auf. Das ist ein Quatschkopf, ey. Naja, soll er machen, aber soll er nicht übertreiben. Das ist ja alles gut und schön, wenn man das macht. Ja, logisch. Aber man darf nicht zu viel machen, weil die Leute natürlich, ja, die sind... Irgendwann, naja, klar, kann irgendwann... Logisch. Ja, von Kollateralschaden an der Ort da drin, du kennst ja den Glatzkopf da, wa? Kollateralschaden. Ja, ja, oder so. Da hat sich doch eine Bank hingestellt, kam ohne jemand Ordnungsamt bei ihm, der das war, sagt er, wüsste ich nicht. Das hat von ihm sein Vater da hingebaut, das ist meine, ja, noch länger. Das wird alle anderen, das wird der andere noch eine Straße für ein bisschen filter, weil da jeder mal sitzen kann oder so. Das ist doch auch in Ordnung. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung. Ja, das ist alles gut und schön. Man darf es nicht übertreiben. Nee. Und ich meine, eine Bank hinzustellen, ist okay. Wir haben das anders gemacht, wie die gerade da drüben. Gut, aber ich kann ja jetzt nicht da drüben, ja. Ich gebe ja die Steine alle raus, weil es ist ein Bau. Das ist Tiefbauamt. Da kriegt er richtig Strafe, ey. Ja, logisch. Ja. Wenn das einer sieht, da von dir, ist vorbei. Dann ist er wieder. Ich kann ja auch, ich glaube, der geht Nummer 17, na ja. Der rennt um die Kran rum, der hat ja auch nichts gesagt. Ja. Naja, Blumen gießen ist was anderes als, wie gesagt, komplette Beete da anlegen. Der hat ja die Genehmigung gekriegt und die alle baut dann die ganzen Dinger, die ganze Strecke drüben, wo seine Frau beim Senat drin war. Ich sage, er will das haben, er will, braucht das, ich sage, er kann es ja haben, sage ich.
Kurzweg, da musste mit seiner Frau sagen, dass das Auto gehen. Im Garten habe ich auch ein Dach, da will er jetzt noch aufmachen, da eine Rinne machen, das machen und das machen. Ich sage, ja, ich habe kein Auto, sondern sind alle Kleinigkeiten. Machen wir. Ist kaputt. Was? Hier. Die Speichen, die frisch eingezogen wurden, offensichtlich sind zu lang. Ach so. Da. Da. Ja, der hat Glück. Und die sind drin gedreht worden, so wie ich es mir dachte. Ah ja. Jetzt haben sie das Felgenband nicht runtergenommen. Die sind richtig zerdreht hier. Das Felgenband ist richtig aufgedreht hier. Oh ja. Ja, das ist scheiße. Das geht nicht. Das soll ich auch nicht groß was machen, wa? Doch. Jetzt muss noch ein neues Felgenband drin. Nochmal 2 Euro mehr. Tut mir leid, Kollege. Das ist kaputt. Das musst du dir dann angucken im Netz. Hier ist zu lang die Speiche. Die muss ich abfeilen. Das ist noch mehr Arbeit. Die ist zu lang, die Speiche, die muss abgefeilt werden. Die ist zu lang, die Speiche, die muss abgefeilt werden. Das ist 35,50 Euro. Nee, 31 Euro, 32, 33, 35 Euro. Ja, hier fehlt nicht mehr 50, Thomas. Hier, die Speiche ist zu lang, die muss abgefeilt werden. Wer setzt denn so eine Speiche ein? Mal ohne Scheiß, ey, das weiß man doch. Man muss schon die richtige Speichenlänge nehmen. Das ist meine Speiche hier, die ist genau richtig. Ich setze doch nicht eine Speiche ein, die drin irgendwie 3 mm rausguckt nach innen, wo der Schlauch sitzt. Das ist doch Schwachsinn, ey. Mach doch alles kaputt mit. Die Röhre sind ja mal voll heute, Thomas. Ja, die Röhre sind ja mal voll. Ja. Verschliffen. So muss das sein. Sieht man das? Das ist jetzt hier verschliffen, sauber. Das hat sich ja nicht abgekühlt. Verschliffen, sauber. Hier. Das ist hier frisch geworden. Mach jetzt die Tage aus. Und auch verschliffen sauber. Meine Fahrkarte für morgen, ich dachte, ich kann ihn noch behalten. Scheiße. Hallo? Ja? Entschuldigung. Störst du gerade? Jeder, der reinkommt, stört natürlich sowieso. Das ist ja ganz normal. Abgebrochen. Speicher haben wir gerade hier auch gehabt. Ja? Ja. Das ist was passiert. Tja, zentriert sich leider nicht von selbst, muss man noch zentrieren. Wir gucken mal jetzt mal das an. Von dem Störenfried. Mit deiner Ochse, mit deiner Speicher da? Ja, ja. Und was dachte er nun? Ja, soll ich machen. Ja, ja. Oder so teuer? Ja, der hat ein bisschen geschluckt, aber das Vorderrad, das ist nicht so schwer, das muss man nicht. Da muss man nicht den Zahnkranz runternehmen für. So geschluckt, ja. Ja, das. Na du, Wolfgang, die wissen alle nicht, was das an Arbeit ist. So, so ich weiß nicht, ich sage, ich kenne das, ich sehe es ja hier. Ich sehe es ja. Aber ich dachte, der Roller, wo ich sage, das ist dein Roller, der rote, ja, ja, das ist der, den ist ein bisschen älter. Ich sage, das hast du nicht gesehen. Nee, sagt, das hat er nicht gesehen. Doch, siehst du? Knack, bumm, nächste Speiche gerissen. Ey, ihr könnt kotzen, ey. Ach du Scheiße. Das ist wirklich zum Kotzen, ey. Du kannst nicht zentrieren, die Dinger. Man kann die nicht zentrieren. Keine Chance, ey. Knack, reicht die nächste Speiche. Jetzt muss ich noch eine Speiche einbauen, siehst du? Ist teuer, 40 Euro. Ja, 1 Euro mehr, aber. Ja, das ist es. Zack, noch eine. Zack, noch eine. Die sind alle müde, der kann das vergessen. Ich mach so Aufträge, kannst du vergessen. Ich hab keinen Bock. Thomas, du brauchst Erholung. Ja, das beruhigt echt. Die Speich, die neue Speicher.
hast das schon, ich hab das schon mal, ja. Und jede Sache wollte ich machen, das wurde immer mehr, wa? Ja. In der Arbeit. Ja, ich hab vergessen, Eiweißen. Nee. Ich werde den morgen wieder abholen. Hier, was ist denn das, Alter? Man kann nicht um eine Kurve fahren. Ey, heute nur ein Tag der Katastrophen und das alles so spät. Der Draht hat sie gerade gekauft bei eBay Kleinanzeigen und der hat noch schnell die Bremse repariert, sagt wo? Er. Bei eBay Kleinanzeigen. Wo ist denn das? Ja, wie sie ohne, im Netz. Ach so. Und der hat schnell die Bremse repariert, nur kann sie leider jetzt nicht links um die Kurve fahren. Sie kann nur rechts, wahlweise oder geradeaus. Was anderes geht nicht. Hat sie gemeint, das fährt sich komisch. Und das geht nicht, oder wie? Nee, geht nicht, das ist zu kurz. Wie kann ich denn so? Hier, kannst du doch ja nicht um die Kurve. Naja. Die Kurve ist ja über Internet, da funktioniert das alles ja nicht. Ja, und ich habe ihr vorher zu ihr gesagt, da muss man den Bremszug erneuern. Ja, das hat er noch schnell gemacht. Alter. Kommt so an, ah, jetzt kann man gar nicht um die Kurve fahren. Ja, vielleicht hat sie das nicht bezahlt. Vielleicht hat er das umsonst gemacht. Ja, okay, mach ich dir. Ich Profi, ich kann. Ja, ich kann sowas nicht. Jetzt hat sie sich das gekauft und jetzt will sie das über eBay Kleinanzeigen wieder verkaufen. Hat das aber gerade eben abgeholt, muss man sich mal vorstellen. Jetzt muss er aber, damit sie das verkaufen kann, muss sie die Reparatur machen. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Oder sie lässt die Bremse weg. Ich hab auf sowas eigentlich ja keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Das macht halt keinen Spaß mehr, weil dann, man muss sich immer rechtfertigen, man muss immer sich legitimieren. Ja. Und wieso nimmst du so viel? Das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Hören. Naja, witzig ist das immer nur bei den Leuten, das ist ja klar. Viele sind dann geblendet und kochen da. Aber das Interessante ist ja, dass wenn sie vorher fragen und man denen das sagt, dass die das nicht einsehen, dass sie so denken, nee, ich weiß es besser. Ich habe ein YouTube-Video geguckt, ich weiß es besser. Und wenn sie dir dann erklären, ist doch gar nicht so viel Arbeit. Mach mal nur da und dort. Und, ey, bitte, mach es selbst. Ich kann auch nicht mehr hören. Eigentlich hat ich keine Ahnung von Internet und Computer. Wisst ihr, das ist so eine Sache. Ich muss mal ein Schild draußen anbringen. Dinge, die ich nicht mehr hören kann. Das ist so, warum so teuer? Ja. Wieso machst du Livestream? Das guckt ja eh keiner. Und dann wollen sie die 3 Euro noch die IC-Karte haben, wa? Genau. Warum hast du kein Telefon? Ich muss mal so ein paar Sprüche aufschreiben. Ich sag, bist kaum hier. Heute Morgen hast du kaum die Laden aufgemacht und ist der Erste da. Ja, ich bin um 9 Uhr da, dann kommen die Ersten. Ja. Ich bin bis 9 Uhr da, Minimum, heute länger, ja. Ich habe noch 2 Räder zu machen, denn Wolfgang, heute ist richtig Arbeit. Heute ist richtig Action. Ach ja, ich höre mal los. Man braucht doch nur. Man braucht doch nur. Kotz, ja. Krampf, Ätz, Brechreiz, Würg. Alles noch sehr. Ach, jetzt wieder auf. Das darfst du noch nicht sagen. Ist doch hier alles live im TV. Ach so. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Alex. Vielleicht kann ich mal Bus versetzen, da einfahren und dann durch Berlin wieder fahren. Das ist aber so ein bisschen eier. So ein Vierer-Block ist hier Fahrten, kostet immerhin 10 Euro. Was? Und 80 Bauten, 20 Euro. Was kostet so eine Busfahrkarte? Naja, so ein einfacher meinst du jetzt, oder wie? Nee, so für einen Monat. Naja, kommt drauf an, das Ticket, wer jetzt ein 10 Euro Ticket hat, kostet 55 Euro. Wer ab 10 Uhr fahren will, vom Montag ganzen Monat, ab 10 Uhr kostet 55 Euro. Wie ab 10 Uhr? Was heißt denn das? Wenn du fährst, hast du jetzt Monat ein Ticket, Monatskarte. Ja. So. Du darfst ja mit den Karten ab 10 Uhr fahren. Wieso ab 10 Uhr nur jeden Tag? Ja. Davor nicht? Nee. Was ist das für ein Scheiß? Ja. Wieso das? Nee. Das habe ich ja noch nie gehört. Ab 10 Uhr? So Und wer jetzt eine andere Karte hat, die kostet jetzt normale Karte, sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt 100 Euro im Monat. Nur mal ein Beispiel. Das ist so eine, da kannst du am Wochenende mit der ganzen Familie fahren, von Sonntag bis Sonntag.
Also, ja, du kannst zwar hier mitnehmen, dann auf die Karte, aber mit alleine sowas machst du nur nicht. Kurzum, wer kann Wolfgang sponsoren? Ein Jahresabo für Wolfgang. Jahresabo für Wolfgang. Dann fährt er quer durch die Republik. Das wird doch. Ich kann mir das nicht leisten, Wolfgang. Ich kann mir nicht mal das leisten, dass meine Frau so eine Jahreskarte hat. Deswegen bezahlen wir jeden Monat, immer wenn ich es mir leisten kann. Aber hast ja recht. Aber manche Eltern sind dann so, ja. Alle Bilder an den Führerschein, Urlaub wollen sie fahren. Ja. Aber logisch. Das ist so. Das ist hier hops wie gesprungen, ja. So ein Computeranimal, wa? Ach, hör auf mit meinem Sohn, ey. Achtung! Ach, das hat mir jetzt alles. Ich hab extra Achtung gesagt, ja, Wolfgang. Ja, aber trotzdem. Ja. Extra Achtung gesagt. Nee, bei meinem Sohn, da ist gerade auch schwierig. Achtung, Wolfgang! Der Wolfgang. Ja, dann würde ich mal sagen, mach mal Feierabend jetzt, weil ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt. Du machst Feierabend, ja? Ich mach Feierabend, du machst Feierabend, wir machen Feierabend. Ich guck alles an. Und dann. Nicht nach Hause. Ja. Ich meine, ja. Sehen wir uns morgen. Was für ein Tag, ey. Voll gebombt mit Arbeit hier gerade. Sieht schlimm aus, ey. Guckt euch das mal an hier. Was ist denn das? Und keiner holt ab. Lasst mal alles stehen, eure Räder. Holt mal nicht ab. Das morgen als erstes ein Hollandrad. Fantastisch. Rutscht meine Hose. Ja. Rutscht die gerade. Das ist meine Aktion mit dem Fenster. Die Ehe hat den angerufen, die Schwede. Ach, man, haben das ja alles hingekriegt. Wenn das Ehe nach oben wäre, hat man da ja die Fenster raus, die Scheibe rausgeklappt nachher. Bis morgen, Mann. Wolfgang, genau, bis morgen. Mach es gut, ja? Ja. Was, ja, was soll denn das? Ach, ja, das ist gut, ja. Ja, hier. Regnet es? Weiß ich nicht, sag bloß mir, du bist oben. Ich bin unten, hier nicht. Was will er haben? Alles verkauft, da wenigstens eins weg. Super. Ebola. Das war's für heute auf alle Fälle. Wie gesagt, jetzt ist Feierabend angesagt. Jetzt räume ich noch hier ein bisschen auf, weil das muss ich noch machen. Deswegen für mich ist es noch nicht ganz Feierabend, aber gleich. Ich verkauf wahrscheinlich das Lastenrad, das große. Tschüss. Mein Huhn hat Guten einfach geträumt. Gute Nacht. So, du gehst jetzt mal Zähne putzen, du Labertasche. Ist ja furchtbar. Gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Schlaf gut. Servus.